Moin und herzlich willkommen zum Bücherliebe-Tag. Ich wurde von der lieben Sarah vom Kanal Alice im Bücherland zu diesem Tag nominiert und zwar schon am Valentinstag. Das ist schon so lange her, es tut mir leid, aber ich habe ihn nicht vergessen. Ich habe mir das fleißig alles aufgeschrieben, zu welchen Tags ich nominiert wurde. Also vielen lieben Dank, liebe Sarah. Schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei, denn sie hat sich diesen Tag selbst ausgedacht, eben passend zum Valentinstag damals, aber Bücherliebe kann man immer verströmen lassen und weitergeben. Deswegen mache ich trotzdem immer noch sehr, sehr gerne mit. Es sind 6 Aufgaben bzw. 6 Fragen. Ich habe mir die mal ausgedruckt, weil da ich jetzt mit meinem Handy filme und jetzt auch ein bisschen mit der Kameraperspektive und so weiter so ein bisschen ausprobiere, heute mal im Stehen und nicht im Sitzen. Ich habe mir jetzt auch extra so ein Handy-Stativ gekauft, was ganz cool ist. Aber dadurch, dass ich bei Tags immer auf mein Handy geguckt habe, habe ich überhaupt gar nicht darüber nachgedacht, dass ich jetzt ein Problem habe, weil das Handy filmt und ich gleichzeitig auch die Fragen brauche. Ja, da muss ich mich irgendwie noch ein bisschen eingrooven und gucken, ob ich mir vielleicht doch nochmal eine Webcam nachkaufe, weil ja, das ist vielleicht ein bisschen umständlich und Papierverbrauch und so weiter. Egal, aber jetzt machen wir es einfach mal so und beginnen mit den 6 Aufgaben. Bei Nummer 1, die erste große Liebe, ist die Frage: Welche Geschichte hat in dir die Liebe zu Büchern geweckt? Und das kann ich leider nicht beantworten. Irgendwo in irgendeinem Tag war diese Frage schon mal und ich weiß es einfach nicht mehr. Und das ärgert mich selbst, dass ich mich da nicht dran erinnern kann. Ich weiß, dass ich immer schon gerne gelesen habe, mal mehr, mal weniger. Ich weiß, dass ich damals sehr, sehr viele Wendy-Hefte gelesen habe und danach sehr, sehr viele Pferderomane, Pferdekinderbücher. Und mir wurde auch immer vorgelesen. Ich habe mir immer sehr, sehr gerne Geschichten erzählen lassen oder Geschichten vorlesen lassen. Und deswegen habe ich mich jetzt einfach mal für ja, die Märchen von Gebrüder Grimm entschieden. Ich weiß, dass wir damals auch ein Märchenbuch hatten zum Vorlesen mit verschiedenen Märchen von den Gebrüdern Grimm eben. Und dass mir das immer sehr, sehr gut gefallen hat. Ob das jetzt genau die Geschichte ist, die mich zu den Büchern gebracht hat, zum Lesen gebracht hat, weiß ich leider nicht. Vielleicht gibt es auch nicht das eine, was mich jetzt irgendwie zum Bücherliebhaber gemacht hat. Ich könnte natürlich auch Harry Potter nennen, weil mich das so richtig begeistert hat. Aber ja, bei diesen Aufgaben, bei diesen Fragen in diesem Tag könnte ich oftmals Harry Potter antworten. Deswegen möchte ich da jetzt nicht immer wieder drauf pochen und beharren. Und Harry Potter habe ich ja auch erst später entdeckt. Ja, da war ich ja, weiß nicht, 12 oder so und das ist ja auch schon ein bisschen her und davor gab es ja auch schon eine Zeit, wo ich gelesen habe. Also weiß ich es leider nicht genau, deswegen schummel ich ein bisschen und sag halt, dass mir früher schon immer Geschichten erzählt wurden und vorgelesen wurde und eben unter anderem auch Märchen. Und ich denke mal, dass das vielleicht auch ein Grundstein war, um an Bücher zu kommen. Aber damit ich doch noch ein bisschen was Spezielleres zeigen kann, habe ich ja die Frage ein bisschen gedehnt und möchte euch jetzt die Gruselbücher zeigen, die mich zu einem Gruselbuch-Fan hat werden lassen. Hat das jetzt Sinn gemacht? Jedenfalls möchte ich euch jetzt ja die eine Gruselbuchreihe oder 2 Gruselbuchreihen zeigen, die ich damit sehr geliebt habe und wo ich gerne, gerne spannende Geschichten gelesen habe. Und zwar ist das zum einen Gänsehaut und zum anderen Fear Street, beide von R.L. Stine geschrieben und da gab es halt Unmengen von. Ich weiß, dass mein Bruder die auch hatte und erst hatte und dann habe ich die auch gelesen und später habe ich mich dann auch immer ausgetauscht mit Freundinnen und wir haben die uns ausgeliehen und gegenseitig getauscht und so weiter. Und das ist jetzt so mein Lieblingsband, der Silberne Dolch. Da geht es halt um ein Mädel, die immer Visionen hat von einem silbernen Dolch und zusammen mit ihrem Hund im Wald auf einmal ja Knochen findet von einer Leiche. Und ja, also super spannend. Und in Gänsehaut geht es um einen Jungen, der mit seiner Familie in ein Haus am Rande des Waldes zieht und er hört nachts immer seltsame Geräusche, unter anderem auch Hunde knurren.
Und bald entdeckt er zwei Labradore, die ihn immer auflauern. Diese Hunde können jedoch auch durch Wände gehen. Es sind also Geisterhunde und ihre Augen glühen rot. Also beides sehr, sehr spannend. Und was ich bei dieser Reihe immer so genial fand oder finde, ist, dass jedes Kapitel immer mit einem Cliffhanger endet. Wirklich jedes. Und ja, das finde ich super. Und das ist irgendwie so eine Kindheitserinnerung und das hat mich irgendwie so zum Gruselbuch-Fan werden lassen. Ja, nächste Frage und die wäre zweitens Liebeskummer. Welches Buch hat deine Erwartungen nicht erfüllt? Da gibt es natürlich mehrere, aber was mir immer noch ja irgendwie in den Knochen steckt, weil ja Liebeskummer, da muss man natürlich auch noch ein bisschen hinterher weinen und da hat man natürlich auch große Erwartungen gehabt und das ist jetzt kein Buch, was du sagst, jo, das hat mir nicht gefallen, aber das ist jetzt auch aus den Augen, aus dem Sinn. Und zwar ist das, habe ich mir jetzt hierfür herausgesucht, für jede Lösung ein Problem von Kerstin Gier. Das muss ich euch einblenden, weil ich es mittlerweile schon aussortiert habe. Kerstin Gier ist so eine Autorin, die mich mit ihren Jugendbuchreihen total angefixt hat. Natürlich angefangen mit der Edelstein-Trilogie, Rubinrot und so weiter. Und ja, nicht nur von den Geschichten her, sondern einfach besonders von ihrem Schreibstil und von ihrem Humor her hat mich das extrem angefixt und eben auch das Wolkenschloss und dann auch Silber, die Reihe. Es waren keine absoluten Highlights, obwohl das Wolkenschloss kann man schon als Highlight bezeichnen. Also ich hatte schon Kritikpunkte, aber eben besonders dieser Humor, diese liebevollen Charaktere und der lustige Schreibstil hat mir so gut gefallen und deswegen habe ich überlegt, einfach von ihr vielleicht auch mal Liebes Romane zu lesen oder Chicklit oder was es auch immer für ein Genre ist und habe mir dann für jede Lösung ein Problem ausgesucht und ich fand die Idee einfach so genial und zwar geht es um eine Frau, die einfach nicht zufrieden mit ihrem Leben ist. Sie ist, glaube ich, 30, sie hat keinen Freund, sie ist in der Arbeit, wurde sie, glaube ich, gefeuert und in der Familie wird sie auch nicht so richtig angesehen und ja, sie möchte sich umbringen und schreibt halt an jeden, an allen Personen einen Abschiedsbrief und schickt die schon los. Leider klappt es nicht so richtig mit dem Umbringen und deswegen lebt sie am nächsten Tag noch, aber die Briefe sind alle verschickt. Und ja, das klingt natürlich sehr, sehr dramatisch und überspitzt, aber auch irgendwie sehr skurril und lustig. Und ich dachte, das könnte wirklich was werden, aber es war für mich leider nur ein Aufregerbuch. Ich fand das überhaupt nicht nachvollziehbar. Es war völlig unlogisch, wie die Leute reagiert haben. Und ich wollte die Protagonistin einfach nur schütteln. Und sie war, hat sich immer nur geduckt und dadurch, dass die ganzen Geheimnisse rausgekommen sind, hat sie sich keinesfalls geändert und die Situation und wie die Leute mit ihr umgegangen sind und sie übergangen haben, das hat sich nichts geändert und deswegen ja, war es für mich leider ein totaler Flop. Und das finde ich so schade, weil ich einfach so viel von diesem Buch erwartet habe. Gleichzeitig war dieses Buch so wunderschön aufgemacht. Diese Briefchen, die waren nämlich tatsächlich in so kleinen Kuverts immer am Anfang des Buches tatsächlich drin. Man konnte die Briefchen rausnehmen und durchlesen und eine wunderschöne Ausgabe. Aber ich habe mich einfach doch dazu entschlossen, sie wegzugeben, weil es für mich einfach so ein Aufregerbuch ist und dieses Buch dann immer in meinem Bücherregal zu sehen und dann ja Liebeskummer zu verspüren, weil man einfach ja diese Liebe nicht erwidern kann. Wenn man jetzt so ein bisschen in dieser Metapher bleibt, man muss dann loslassen und neu anfangen, wagen, neue Bücher suchen und deswegen weg damit. Drittens, Liebesbrief. Welches Buch aus vergangenen Tagen holst du immer wieder hervor, um es erneut zu lesen? Ja, da kann ich einfach nicht anders. Da muss ich euch Harry Potter zeigen. Das ist einfach das Buch, was mich immer wieder begleitet und was ich immer wieder hervorhole. Ich lese zwar im Moment ja auch den Dämonenzyklus nochmal neu und Eragon und was weiß ich. Da gibt es natürlich einige
Lieblingsbücher, die ich nochmal gelesen habe, aber ich glaube, das Buch ist einfach meine große Liebe und deswegen wird das immer wieder hervorgeholt und es begleitet mich immer wieder. Ich würde es eigentlich noch gerne noch viel öfter lesen. Ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, einmal im Jahr. Im Moment schaffe ich es nicht, weil dann doch das Neue immer wieder reizt, aber ich habe mir fest vorgenommen, das irgendwann wieder demnächst wieder von vorne anzufangen. Also das wird auf jeden Fall immer wieder hervorgeholt. Viertens, ja, ich will. Welches Buch würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen und bis an dein Lebensende immer wieder lesen? Ja, da könnte ich natürlich auch Harry Potter hervorholen, aber der erste Band ist ja nun wirklich sehr, sehr kurz und wenn ich mir überlege, wirklich bis zu mein Lebensende immer wieder dieses eine Buch. Also ich könnte mir natürlich einfach Harry Potter als Gesamtwerk nehmen. Dann wäre, wenn das jetzt, das ist vielleicht ein bisschen mogeln, dann würde ich mich auf jeden Fall für Harry Potter entscheiden. Aber da ich das jetzt nicht nochmal zeigen will, möchte ich jetzt Herr der Ringe hervorholen. Steht hier gerade so schön. Ich glaube, auch diese Frage gab es schon mal irgendwo in einem anderen Tag und auch da habe ich mich für Herr der Ringe entschieden. Einfach weil es ist, ich würde jetzt nicht sagen, dass es zu meinen Lieblingsbüchern gehört. Ich habe es bisher auch nur einmal gelesen. Ich finde die Filme ganz toll. Ich habe zuerst die Filme gesehen und dann das Buch gelesen. Und ich glaube einfach, dass man aus diesem Buch, egal wie oft man es liest oder dass man das sehr, sehr oft lesen kann und sehr viel daraus ziehen kann und lange Zeit davon etwas hat. Und zwar nicht nur etwas Düsteres, sondern auch von jeden Emotionen etwas. Und deswegen glaube ich, dass man sehr viel und sehr lange mit dem Buch verbringen kann. Und deswegen ist es, ich denke, bis zum Lebensende wird selbst das Buch irgendwann langweilig. Aber ich glaube, damit kann man lange Zeit auf einer einsamen Insel klarkommen. Und deswegen würde ich mich dafür entscheiden. So, wieder gut verstaut und wir widmen uns der nächsten Frage. Und zwar ist das fünftens Blind Dates. Nenne einen Autor oder eine Autorin, die du gerne einmal kennenlernen oder daten würdest. Ja, ich muss gestehen, ich bin nicht so das Autoren-Fangirl. Also ich bin kein großer Fan oder möchte unbedingt die Autoren kennenlernen oder ja, habe irgendwie einen Crush oder so auf diese Autoren, sondern ich bin Fan von den Büchern oder von den Schreibstilen. Natürlich ist das indirekt auch, wenn du jemanden das Schreibstil gerne magst, zum Beispiel von Kerstin Gier, ist das natürlich auch ein Lob und auch ein, ja, dass man indirekt schon Fan ist von den Autoren. Aber ich bin jetzt nicht so fies, das jetzt klingt, ich bin jetzt nicht interessiert an deren Persönlichkeit. Und ich finde es sogar schöner, wenn der Autor oder die Autorin so ein, ja, irgendwie so ein Phantom bleibt, weil so umso näher bin ich meinen Geschichten, umso näher bin ich denen, umso realer wirken die Geschichten, weil je mehr ich mich mit den Autoren beschäftige, desto mehr wird mir klar, dass die Geschichte nicht richtig real ist. Macht das irgendwie Sinn? Versteht ihr, was ich meine? Es ist so ähnlich, wenn man bei Filmen das Making-of guckt, wie was gemacht wird, da wird irgendwie auch die Magie zerstört und irgendwie die Geschichte so auseinandergenommen. Das mag ich auch nicht so gerne. Deswegen, ich bin eigentlich von keinen Autoren so sehr geflasht, dass ich da jetzt unbedingt mit denen oder mit der unbedingt irgendwie essen muss. Ich habe aber tatsächlich jemanden gefunden. Das ist vielleicht auch ein bisschen, obwohl, nee, es ist nicht gemogelt. Es ist ja auch ein Autor. Und zwar würde ich mich gerne mit Jürgen von der Lippe treffen. Nicht unbedingt als Date, sondern einfach als ja, lustigen Abend. Ich glaube, mit dem kann man unglaublich viel Freude haben und ich mag sehr, sehr gerne Comedy und seine Comedy sehr, sehr gerne. Er hat ja auch so eine Leseshow gehabt, die ich sehr, sehr gerne gesehen habe und immer noch gerne schaue über YouTube. Und er ist ja auch Autor und hat auch Bücher geschrieben und deswegen, ja, wähle ich einfach Jürgen von der Lippe und ich glaube, mit dem kann man unglaublich viel Spaß haben. Und auch wenn er sich wahrscheinlich oft auch über einen lustig machen wird, das muss man dann irgendwie auch abkönnen. Aber ja, da würde ich dann ihn wählen und ja, damit wäre ich, glaube ich, auch sehr zufrieden. Und jetzt sind wir schon bei der letzten Frage und zwar One-Night-Stand. Von welchem Autor würdest du kein zweites Buch lesen? Und da kann ich euch leider keinen nennen, weil ich möchte das einfach nicht so pauschal sagen.
selbst wenn mich ein Buch enttäuscht hat, gibt es meistens auch Bücher von der Autorin oder von dem Autor, wo es mir andere Bücher besser gefallen haben oder wo man der oder demjenigen gerne noch eine Chance gibt. Also das würde ich nie so pauschal sagen, auch außer es kommt heraus, dass der Autor ein Mörder ist oder ein, weiß ich nicht, ein Rechtsradikaler oder so, dass man irgendwie aus Überzeugung nichts von ihm liest, aber nicht, weil ein, ja, weil ein Buch, wenn ich ein Buch gelesen habe, das ist mir zu wenig. Also wenn ich jetzt, glaube ich, drei Bücher von einem Autoren oder von einer Autorin gelesen hätte und dann merke, nee, es ist einfach nichts für mich, dann kann man vielleicht sagen, ich möchte nichts mehr von der oder demjenigen lesen. Aber ich glaube, mir fällt da jetzt nichts ein. Und die Frage war ja auch wirklich, von welchem Autor würdest du kein zweites Buch lesen? Und ja. Da verneine ich das Ganze und sage einfach, ich würde jedem Autor oder jeder Autorin eine zweite Chance geben. Ja, das war der Tag. Nominieren möchte ich niemanden, weil ich einfach nicht weiß, wer den Tag alles schon gemacht hat. Ich würde mich aber extrem freuen, wenn ihr euch angesprochen fühlt und ihr diesen Tag noch nicht gemacht habt, dass ihr ihn vielleicht verbreitet und die Bücherliebe sozusagen hinausschreit. Und ja, ist ja egal, dass es nicht am Valentinstag ist. Wie gesagt, ich finde, das passt immer. Danke nochmal, liebe Sarah, fürs Taggen. Schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.